Und da wären wir. Herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion, die deutschsprachige Mauti-Community. Ich hoffe, ihr hattet alle schon einen guten zweiten Tag auf der Mauticon, habt euch schon sehr inspirieren lassen, habt hier und da was mitnehmen können, Fragen gestellt. Und wir sind jetzt hier, um mal ein bisschen genauer zu hören. Was macht denn eigentlich die deutschsprachige Mauti-Community? Wo treffen die sich? Wie kann ich die finden? Wie kann ich vielleicht mitmachen? Und wo steht die eigentlich? Gibt es da noch Luft nach oben? Und wie könnten wir da vielleicht hinkommen? Genau, ich habe vier Gäste heute eingeladen: Matthias Reich, Ecke Gümbel, Stefan Luko und Sven Döring. Und ich würde euch bitten, ihr vier, stellt euch doch gern kurz nacheinander erstmal unseren Zuhörern vor. Wer seid ihr? Was macht ihr? Und vielleicht auch, wie lange seid ihr schon in der Mautic-Community unterwegs? Gut, dann fange ich dir mal an, wenn du mich zuerst genannt hast. Also ich bin Matthias Reich, komme aus Bayern in Augsburg. Ich glaube, ich habe Mautic jetzt vor 6 Jahren kennengelernt. Ich habe da auch einen Ecki irgendwann mal kennengelernt. Ich bin seit vielen Jahren Unternehmer im Online-Marketing-Bereich ganz viel und ja, setze Mautic für ja, Selbstständige und kleine Unternehmen ein in so einem Gesamtpackage mit WordPress und so weiter. Und ja, freue mich, dass es Mautic gibt und tausche mich auch immer gerne aus. Und würde ich sagen, gebe das Wort weiter an Ecki, mit dem ich dann irgendwann den Mautic Monday angefangen habe. Ecki, kannst du ja gern was dazu sagen? Ja, ich freue mich auch, dass es Mautic gibt. Immer so. Genau, also wir hier in der Agentur machen ja schon auch schon diverse Jahre Leuchtfeuer, Entschuldigung, diverse Jahre Mautic, Leuchtfeuer auch. Vor Mautic haben wir auch andere Open-Source-Projekte oder im Wesentlichen ein anderes Open-Source-Projekt unterstützt und mitgeprägt und so weiter. Und deswegen, als wir neu zu Mautic kamen, war es für uns halt dann noch selbstverständlich zu sagen, hey, wir springen mal rein in die Mautic-Community. Und weil es die in Deutschland noch nicht so richtig zum Anfassen gab, habe ich damals tatsächlich geguckt, okay, wen sieht man denn so? Wer ist wenigstens so individuell aktiv und sichtbar? Und unter anderem Matthias damals, aber auch der Stefan. Waren so die ersten, die gesagt haben, okay, und lass uns doch mal was auf die Beine stellen. Mautic Monday, zu dem erzählen wir bestimmt gleich noch ein bisschen mehr. Okay, also trotzdem, ich sitze in Hannover, also eher norddeutsch geprägt, aber wir verstehen uns trotzdem, glaube ich. Und damit weiter an Stefan. Sehr schön. Ich sitze gerade nicht in Hannover, ich sitze in Süddänemark und ich bin zu Mautic gekommen, weil das ja aus meiner Sicht die einzige freie Software zum Selbstinstallieren mit all den großartigen Vorteilen von freier Software im Bereich der Marketing Automation ist. Ich hatte vorher schon mit HubSpot zu tun, bin aber überhaupt nicht warm geworden und dann hatten wir alle irgendwann so das Thema mit der GDPR-Konformität und dann fielen einfach auch ganz viele Angebote raus. Und umso mehr hat es mich gefreut, darüber informiert zu werden, dass es das gab. Und da ich null Plan von Mautic hatte, habe ich mich umgeguckt, wie in jeder guten Community, was gibt es denn eigentlich schon? Und da stieß ich auf Ecki und Matthias. Und dann haben wir tatsächlich dieses Mautic-Fähnchen da Monat für Monat hochgehalten. Und genau, das ist einfach eine wunderschöne Community, in der es Spaß macht, die Menschen immer wieder zu sehen und sich gemeinsam darüber auszutauschen über diese gute Software. Ich sitze normalerweise in Berlin, wenn ich nicht in Süddänemark bin, nutze Mautic selbst für Produkte von mir und für Unternehmen von mir, biete das aber auch als Dienstleistung anderen an. Sven, wer bist du? Warum bist du hier? Ja, ich bin eigentlich noch relativ frisch in der Mautic-Community. Mich hat es irgendwann letztes Jahr im Frühjahr, habe ich das zum ersten Mal gehört, dass es das gibt. Das war im Rahmen meines Hauptarbeitgebers, so ein großes Beratungsunternehmen, schrägstrich Agentur. Da haben wir das eine DXP für einen Kunden aufgesetzt und die basierte komplett auf Open Source, weil Behörde, weil selbst gehostet und Datenschutz und Co. Das hieß, war dann die Kombination aus Drupal, Yonomi und Mautic. Darüber habe ich dann auch die Drop Solids kennengelernt und darüber dann die tolle Mautic-Community. Und irgendwie bin ich dann hier hängen geblieben, weil die Community einfach toll ist und ich tatsächlich festgestellt habe, von allen Open-Source-Communities, die ich bisher kennengelernt habe, ist mir das irgendwie die entspannteste, liebste, sympathischste geworden.
Und deswegen habe ich total Bock, mich einzubringen und hatte das dann auch gemacht und nutze Mautic selber für mich, für meine Webseiten und auch für KundInnen inzwischen. Helfe denen dabei, sowohl in der Nutzung als auch im Setup. Und genau, deswegen bin ich hier und freue mich jetzt über die Runde. Und ach ja, ich sitze knapp nördlich von Hamburg. Das heißt, ich sitze ziemlich genau mittig zwischen Ecki und Stefan gerade. Ja, super. Vielen Dank, ihr vier. Ich finde es eine mega spannende Mischung an Gästen, die wir haben. Sowohl jemand Neueres als auch die Urgesteine der Mautic, der deutschen Mautic-Community dabei zu haben. Und ich würde von euch jetzt gern mal erfahren, wie ist denn eure Einschätzung? Wo steht die Dach-Community derzeit auf einer Skala von 1 bis 10? Ist 1 super und 10 super mies? Nein, 10 ist super und 1 ist mies. Diese Frage haben wir uns noch nie gestellt. Wollen wir bis 3 zählen? Und jeder zeigt mal seine Schätzung in die Kamera. Oh, ja, was schätzen wir? Schätzen wir, wie gut die Mautic-Community technisch ist oder wie gut, wie sympathisch sie ist oder wie gut wir darin sind, Mautic zu verbreiten? Was ist das Bewertungskriterium? Na, ich habe mir die Frage jetzt nicht ausgedacht, aber ich würde mal sagen, 10 wäre so voll erwachsene, total full-blown Community und wo gar keine Luft mehr nach oben ist, besser geht nicht. Und 1 ist quasi das Vakuum. Und wenn ich mal einfach loslegen darf, ich tue mich auch schwer mit Rating oder Sternchen vergeben oder so. Denk mal, wir haben noch sehr, sehr viel Luft nach oben, in dem Sinne, wir haben noch ganz viele tolle Ideen und wir haben auch noch nicht so viele Leute, da geht auch noch mehr. Das heißt, ich würde uns eher so unterhalb der Mitte sehen, sich 3 bis 4 vielleicht. Es geht mal damit los, dass wir uns deutschsprachige Community nennen, aber doch eher selten mal jemanden aus Österreich oder Schweiz dabei sehen. Also, oder Dach-Community ist es ja auch, ne? Also es macht halt irgendwie schon Sinn, gerade in diesem Online-Format und bei den wenigen Leuten, die es in Deutschland, Österreich oder Schweiz gibt, dass die sich ruhig komplett verbündeln. Aber irgendwie haben wir das noch nie so richtig von einzelnen Fällen mal aus. Also wir haben ab und zu mal Schweizer dabei, ab und zu mal Österreicher dabei, aber irgendwie ist immer das Gefühl, es ist eher eine deutsche Community. Und dann, wie gesagt, es gibt halt so ganz, ganz viele Ideen, was man noch alles machen könnte. Mautic auf Deutsch, im deutschsprachigen Raum besser vermarkten, die Community erstmal sichtbarer machen, ein echtes Live-Meetup mit echten Personen und so weiter. Punkt, 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 Punkt. So viele Ideen. Vielleicht kommen wir da noch dazu. Von daher würde ich sagen, boah, da ist noch eine Menge Raum für mehr. Ich würde mich dem Ecke da auch so ein bisschen anschließen. Vielleicht nur mit der Ergänzung. Ich habe so das Gefühl, dass sich ein bisschen was jetzt positiv ändert. Also und auch jetzt sowas wie die Mauticon gab es zwar auch schon zweimal jetzt, aber ich glaube in jedem Community-Projekt, ja jetzt dreimal, also dann zähle mal das mit, viermal, oh, dann war ich einmal nicht dabei, oh Gott, oder kann ich mich noch mal erinnern, das kann auch sein. aber ich glaube, ich habe das Gefühl, es ändert sich jetzt ein paar Sachen positiv auf jeden Fall und letztendlich, ja, jeder, der zuhört, bitte, wir machen ja heute dann Werbung, jeder, egal Schweizer oder wer auch immer, kommt gerne zu dem Mautic Monday dabei, weil man muss letztendlich teilnehmen und oder man darf, oder es würde uns freuen, wenn er teilnimmt, weil jeder, der teilnimmt, ist ja wieder potenzieller Skalierungspartner, wenn er es wieder 2, 3 anderen Leuten erzählt und aber ich gebe mal weiter so an Stefan. Ihr seid ja mir ein paar Schwarzmaler. Ich hebe mal eure 3, die ihr ja in die 4 gepackt habt, eher in 4. Also zugegeben, wir sind weit weg von der 10. Aber ich bin ja relativ viel in unterschiedlichsten Open-Source-Communities und ich finde das, was vor allen Dingen Ecki und Matthias als nachhaltiges, regelmäßiges Treffen aufgesetzt haben, das hat Bestand. Und mittlerweile ist es auch so, selbst ihr beide könnt mal im Urlaub gemeinsam sein und trotzdem findet ein Mautic Monday statt. Also die Infrastruktur steht, die Prozesse, die Dokumentation steht. Es findet eigentlich in der Regel jeden Monat ein Treffen dazu statt. Es ist
zwar ursprünglich, daran hatte ich mich ja auch sehr erfreut, auch zum Pizza- und Mittagessen eingeladen. Ich habe noch nie einen von euch Pizza essen gesehen währenddessen. Ich glaube, der Einzige, der immer irgendwas isst, ist Dirk. Das scheint also genau seine Zeit zu sein. Aber irgendwie, es ist halt nicht so gemeinsames Mittagessen und sich anschweigen, sondern wir haben Talks, wir haben echte Themen, es kommen Menschen vorbei. Und ich habe hier zum Beispiel auch ich glaube, einmal etwas erlebt, wo jemand reingekommen ist, eine Frage gestellt hat, diese beantwortet bekommen hat und danach nie wieder gekommen ist. Also wir haben dann es tatsächlich irgendwie geschafft, dank unseres Charmes und unserer Themen auch Menschen zu einer Wiederkehr einzuladen und auch dazu zu bringen, dass sie wieder da sind. Wir haben mittlerweile, also nicht nur das, sondern wir haben hier auch tatsächlich Tracks geschafft auf der Mauticon. Wir haben sie nicht veranstaltet, aber wir haben es geschafft, irgendwie ausreichend Talks zu machen, dass es zumindest einen, ich glaube, auch diesmal haben wir nur einen Tag und nicht zwei, aber daran arbeiten wir auch noch. Wir haben angefangen, uns nicht nur darüber zu unterhalten, wie wir Texte, die es ja als Handbuchseiten und Ähnliches auf Englisch gibt, wie wir sie ins Deutsche übertragen. Da haben wir zwar auch noch offene Flanken, aber das sind Dinge, die wir in Bewegung gesetzt haben. Und da würde ich sagen, das ist mindestens eine 4. Noch keine 5, aber eine 4. Wie ist denn dein Eindruck, Sven? Du musst nochmal drücken, genau. Du bist gemutet. Ja, ich war zu nervös, habe zu oft gedrückt. Ich würde mich dir anschließen, Stefan, tatsächlich auch auf eine 4 heben. Dann kommen wir auf eine solide 3,5 im Durchschnitt. Einfach nur aus Grund der Erfahrung, ich habe die Community kennengelernt, vor allen Dingen dadurch, dass ich den Mauticast kennengelernt habe. Und ich bin so ein Podcast-Mensch, ich habe den dann einmal leer gehört. Und das hat mich so ein bisschen dazu gebracht, hey, die klingen nett, die Stimmen klingen gut, die Radiostimme von Ecki ist super. Ich gehe mal in diesen Slack rein. Und die Community hält einen da, ne? Man kann Fragen beantworten, Fragen stellen, man kriegt eigentlich gute Antworten. Ich finde die Aufteilung, wenn ich sie einmal verstanden habe, mit Slack und Forum auch irgendwie echt sinnvoll. Und mag dieses Willkommen geheißen werden Gefühl, so rum würde ich es vielleicht formulieren. Und deswegen würde ich der Community tatsächlich eine 4 geben, sehe aber auch, so genug der Lobhudelei, sehe auch, wo wir noch Luft nach oben haben, ne? Also wie wir zum Beispiel vielleicht besseren Content, also Mautic-basierten Content und Marketing-Automatisierungs-Content auf Deutsch für ein deutschsprachiges Publikum produzieren könnten und vielleicht auch in einer Art und Weise vermitteln beziehungsweise raustragen können, dass es gerade so Leute erreicht, die vielleicht von einem teureren System oder von einem amerikanischen System aus Gründen nicht abgeholt würden. Wie du gesagt hast, Stefan, da kam dann irgendwie sowas wie eine DSGVO dazu und Co. Und das ist sowas, ich bin ursprünglich mal irgendwie aus so einer Content-Ecke kommend, übers Marketing. Und da weiß ich noch nicht genau wie, aber das wäre so ein Szenario, wo ich es mir wünschen würde, dass wir da noch ein bisschen besser werden. Ja, das ist ein... Vielleicht noch ergänzt, ich glaube irgendwie, wir würden viel schneller sein, wenn wir mehr Leute haben, weil diese Ideen fallen uns ja alle ein, was wir machen müssen, und ich glaube, da haben wir vor allen Dingen Entwicklungspotenzial, mehr schultern können, mehr Aufgaben einfach auch erledigen, ganz konkret. Ja, ich würde gerne nochmal nachschieben, dass egal ob es sind 3 oder 4, das heißt überhaupt nicht schlecht, ne? Das heißt einfach nur, in diesem Reifegrad, in der Abdeckung, was man alles tun könnte oder so, einfach noch viel Luft nach oben. Ja, ich fühle mich auch total zu Hause in der Community. Da ist nichts, was mich wirklich stört. Aber es ist einfach nur so, in diesem Entwicklungsprozess sind wir noch nicht weit fortgeschritten. Das wollte ich mit meiner Bewertung nur sagen. Ich würde mit dem Ecki anschließen. Ich habe diesen Einstufe auch eher auf die Anzahl bezogen. Also ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt heute auf dem in Mautic Monday 50 Leute hätten und wir sagen, wir müssen jetzt überlegen, wer darf wann sprechen, dann kann man sagen, dann wäre man weit über 5 oder sowas, wenn es in die Richtung geht. Und wenn es dann, keine Ahnung, 4-stellige, 5-stellige Nutzerzahlen sind, dann würde ich sagen, okay, sind wir in Richtung 10. Aber ich beziehe es auch jetzt primär auf die Anzahl der Leute letztendlich. Auf der anderen Seite ist ja immer sowas, wenn irgendwo zu viele sind und man kommt nirgendwo zu Wort, ist auch schade. Also es immer hat alles Vor- und Nachteile, je nachdem, wo und wann man dran ist. Also ich sehe es jetzt auch nicht als großer Nachteil. Also ich würde uns mal eine 5 geben, wenn wir es schaffen, irgendwie regional uns in echt zu treffen.
Und das kriegen wir dieses Jahr hin, glaube ich, oder? Da sind wir auf dem Sprung, ja. Ja. Also vielleicht sollten wir die Leute nochmal ein bisschen abholen und nochmal sagen, was ist eigentlich Mautic Monday und was verstehen wir unter Community, weil das ist ja jetzt nicht dasselbe. Also Madeleine, vielleicht bei Vorhat, habe ich gesehen, hat gerade eine gefragt, vielleicht kannst du es einblenden. Ich habe mal die URL vom Ecki vom Mautic Camp eingeblendet, vielleicht kannst du es einblenden, dann sieht man es im Video. Die Marka Sube hat vorher gesagt, sie muss nachher weg und weil ich gar nicht weiß, genau dann mauticcamp.de, dann ist das, glaube ich, ja auch in der Aufzeichnung drin. Ja, das ist gut. Und da würde ich vielleicht mal gleich reingrätschen und sagen, Mauticcamp, was ist das hier nun schon wieder? Mauticcamp ist so ein Format, was ganz in den Kindertagen von Mautic schon mal festgelegt wurde. Mauticcamp ist eigentlich eine einmalige Veranstaltung oder zumindest eine nicht regelmäßige Veranstaltung, wo Leute sich in Person treffen. Sowas wie, in diesem Sommer wollen wir uns mal, keine Ahnung, in Hannover treffen, nicht nur als User Group und ein Bier trinken, sondern auch für andere interessierte Mautic präsentieren und so. So war das Mautic Camp oder Mauti Camp Format mal gedacht. Ne? Und dann gibt es Mautic Meetups, was also ein anderes Format ist, wo man sagt, einmal im Monat treffen wir uns jetzt an der Alster auf dem Alsterwasser oder so. Oder das Ganze gibt es natürlich auch in online. So, das ist eigentlich, was wir jetzt machen. Das ist also mauticcamp.de, der Name ist jetzt nicht besonders intelligent gewählt heutzutage, ist im Prinzip auch nichts weiter als eine kleine Plattform für dieses monatliche Online-Meetup namens Mautic Monday. Oh, noch ein Name, Mautic Monday. So, und Ideen gibt es da natürlich noch mal ganz viele. Das eine ist zum Beispiel, dieses monatliche Meetup könnte wesentlich besser sichtbar sein. Ne? Da könnte zum Beispiel sein, was haben wir denn am kommenden Mautic Monday für ein Thema? Ne? Oder das Ganze könnte auch durch die Facebooks und so weiter, LinkedIns dieser Welt geistern. So, dass man also deutlich besser oder proaktiver informiert wird darüber, ja, es gibt da was und aha, okay, was liegt denn da so an? Man könnte sich sogar vorstellen, dass von einer Mautic-Webseite oder auf einer Mautic-Webseite das gut findbar ist. Stand heute ist es auf der mautic.org, also der englischsprachigen globalen Webseite, da gibt es einen Eventkalender, das ist irgendwo auch versteckt. Aber es könnte ja auch eine deutschsprachige Webseite sein, ne, mautic.de. Die muss ja nicht so umfangreich sein wie die deutsche, wie die englische, ne? Aber da könnte zum Beispiel auf der Startseite der deutschen Mautic-Seite könnte stehen. Und hier trifft sich die Community übrigens. Ne? Und außerdem gibt es kommenden November in Wien gibt es noch ein persönliches Meetup oder sowas. Alles denkbar und das sind alles auch gleichzeitig Beispiele für Dinge, die man noch mehr machen könnte. Und dergleichen gibt es bestimmt noch viel mehr. So, genau. Dazu habe ich direkt noch eine konkrete Frage. Jetzt ist ja der Montagmittag vielleicht nicht für jeden eine passende Uhrzeit. Wie könnte denn jemand helfen oder mitmachen, der eben nicht zu diesem Mautic Monday dazukommen kann? Perfekte Frage für Sven, oder? Genau, also ganz, ich schaffe es auch nicht immer. Das ist tatsächlich ganz, ganz oft habe ich da auch leider irgendwelche Kundentermine, die über den Mittag liegen, was immer doof. Aber was ich sagen kann, ist, die Anmeldung im Slack ist schon mal der erste Schritt. Also tatsächlich im Mautic Slack beitreten, Hallo sagen, wenn man deutschsprachig ist, dem deutschen Channel beitreten und einmal Hallo sagen. A, kriegt man da immer schön die Einladung von Ecki zum Mautic Monday. Das heißt, wenn man doch mal kann, kann man einfach einen Link klicken und ist dabei. Und B, sieht man in den anderen Channels auch, finde ich super, wo man unterstützen kann, sei es gerade irgendwelche Sachen testen im Bereich Mautic 5, nur mal um Werbung zu machen. Wir freuen uns immer, wenn Leute, oder die Entwickler freuen sich immer, wenn Leute was testen und es geht wirklich, wirklich einfach, auch für Nicht-Techies. Und ansonsten gibt es da ganz, ganz viele Arbeitsgruppen, in denen man irgendwie, wenn man kurz die Hand hebt, ganz schnell sehr viel mitmachen darf und gestalten darf, was ich sehr toll fand. Da freut mich sehr. Also tatsächlich Empfehlung, kommt in den Slack, kommt ins Forum. Das sind so die zwei ersten Kanäle, wo man am besten reinkommt. Ja, ich glaube, da waren echt gute Tipps dabei und
Ich war ja vor 2 Jahren auch mal neu in der Multi-Community und ich kann das auf jeden Fall so teilen, dass das Forum und der Slack-Channel echt sehr, sehr hilfreich sind. Darf Ja, ich? bitte. Ich habe mal wieder 2 Cent dazuzugeben. Zunächst mal wollte ich noch ergänzen, ich freue mich, dass man montagmittags nicht sieht, dass ich nebenbei immer noch mümmle. Manchmal Pizza, manchmal dröge Linsensuppe oder so, wenn ich mal wieder keine Zeit hatte. Und dieser Montagmittag ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Gar nichts ist in Stein gemeißelt. Wir sind hier eine selbstorganisierte Community und wenn jemand sagt, hey, können wir das lieber zum Kaffee trinken machen oder meinetwegen wegen Mitternacht oder so, und es findet sich eine Mehrheit dafür, auch gut. Ne? Also, ja, Sven ist begeistert. Ich sehe schon. Nee, aber tatsächlich. Super. Das ist die Trial-Periode, Ja, oder? ich musste vorhin mal aus der Not heraus auf die Version 8 updaten. Die hat mir nicht gesagt, dass sie ein Trial ist. Naja. Ich schalte mal nebenbei um. Also ich finde es Das ja süß, dass Technische ihr so Paket, das dazwischen selbstbewusst sagt. geschoben wird. Sorry. Achso, ja, ich finde es ja so süß, dass ihr so be selbstbewusst sagt, dann ist es so einfach, dann geht man in Slack-Channel rein und so. Also ich fand das damals total schwierig, das zu finden. Also wenn es heute besser in den Vordergrund gerückt ist, umso. Aber ganz konkret, Sven hat es geschafft, ihr schafft das auch. Irgendwo ist der Link zum Slack und irgendwo ist auch das Forum, findet sich. Ich denke, alleine, wenn ihr euch auf dem Mauticamp mal einträgt und eine E-Mail bekommt, das E-Mail-Eintragen, das müsste, glaube ich, jeder schaffen. Und dann hat man schon mal jeden Monat eine Erinnerung und kann jeden Monat neu versuchen. Genau. Aber was man gerade nicht versuchen sollte, ist slack.mautic.com einzugeben, dann landet man auf der Acquia-Seite. Das ist gerade ein komischer Redirect, aber ich habe es gerade probiert, weil ich dachte, vielleicht ist das eine sinnvolle URL, aber die funktioniert gerade nicht. Aber ja, Slack ist halt tatsächlich, da ich es im Hauptjob auch benutze, war das für mich jetzt tatsächlich keine Schwierigkeit. Aber ich glaube, es ist auch ein Tool, mit dem man ganz gut klarkommt. Auch wenn es nicht Open Source ist, ich gebe es zu. Ja, es ist tatsächlich ein Fundament der Zusammenarbeit. Und der deutschsprachige Slack-Channel ist tatsächlich auch durchaus einer der aktiven. Der nennt sich leider Deutschland oder sowas. Es gibt auch in Austria und in Schweiz, bin mir nicht so sicher. Oder zumindest in Schweiz, aber kein Austria. Also das ist tatsächlich nicht nur irgendein Kanal, sondern das ist tatsächlich auch ein Stückchen Heimat, weil die deutschsprachige Community sich erstmal da trifft. Und es ist ja immer so ein Nebeneinander her zwischen diesem deutschsprachigen Gallierdorf und dem, was eigentlich global ist, ne? Also wenn ich jetzt über Mautic, keine Ahnung, Produktfeatures oder Bugs oder Marketing oder nächste Mautic-Konferenz oder so diskutiere, das ist immer in globalen Kanälen, ne? Und dann gibt es aber so Sachen, wo man sagt, okay, was nur uns Deutsche betrifft, kann man in Germany machen. Ja, genau, Germany heißt der. Oder ansonsten auch, wenn ich mich nicht traue oder so oder gar nicht weiß, wo ich sonst hingehen soll, ne, dann kann ich halt auch dahin gehen und sagen, ich habe da mal eine Frage zur DSGVO oder ich habe da mal eine Frage zu dem oder derjenigen oder sowas. Also dieser Germany-Channel, das ist, glaube ich, ein heißer Tipp, gerade für uns, die dann auch Deutsch sprechen. Madeleine, jetzt hört man dich nicht, irgendwie, wenn du was. Irgendwie, ich höre dich Offiziell nicht. ist dein Mikro auf, aber man hört dich nicht. Ja. Ja, dann stellen wir uns doch selber Fragen, oder? Ja. Ich gucke mal gerade in das, was Madeleine vorher uns schon angedroht hat. Gibt es spezifisch deutschsprachige Herausforderungen bei der Nutzung und Verbreitung von Mautic? Also ich glaube, die Betonung ist hier auf spezifisch deutschsprachig, weil dieses Thema Mautic sichtbarer machen, Mautic besser machen, Mautic nützlicher machen oder so, das ist ja natürlich ein großes allgemeines Thema. Hat jemand irgendein spezifisch für den deutschsprachigen Raum passendes Thema oder Gedanken Mir ist dazu? gerade so, ja, nee. Du meinst sowas wie Handbuch schreiben, sowas wie Best
Press-Cases zusammenstellen, sowas wie FAQ-Listen zu pflegen, also tatsächlich Fleißarbeit, weil sie schon auf Deutsch existieren. Ja, davon gibt es ganz viel. Also wer noch kein Hobby hat, ist sehr herzlich eingeladen, auch dabei dieser Open-Source-Community zu helfen. Lustig, das waren eigentlich zwei Kategorien von Dingen, die du gerade gesagt hast. Das eine ist, vorhandene englische Dinge ins Deutsche zu übertragen, vielleicht auch aufs Deutsche anzupassen. Das andere ist dann spezifische deutsche Sachen, was war das, Case Studies oder sowas? Zum Beispiel. Also einfach Dinge, die nur für Deutschland oder primär für Deutschland oder den deutschsprachigen Raum geeignet sind. Also ja, eine Sichtbarkeit des Meetups zum Beispiel, ne? Oder deutschsprachige Referenzen oder deutschsprachige Service Provider oder was auch immer, oder Freelancer. Das ist, glaube ich, das ist keine besondere Herausforderung. Das Thema sollte eigentlich jede lokale Community haben. Na, aber ich glaube, man könnte eine 10-Punkte-Liste machen und sagen, okay, alles tolle Sachen, womit fangen wir denn jetzt mal an, um wenigstens eine Sache vom Tisch zu kriegen, hier als in der Dachregion. Hört ihr mich wieder? Ja. Ja. Ich finde, der Dirk hat auch noch gute Anregungen im Chat, und zwar zum Beispiel mit, also Stichwort Erwartungshaltung, dass immer 100% Perfektion erwartet wird, was eben auch Mautic nicht leisten kann, finde ich auch guter Hinweis. Ah, ich verstehe, das ist eine Tür, also jetzt in Bezug auf spezifisch Deutsch, ja. Ich glaube, ja, wahrscheinlich. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben, wenn es heißt, warum geht das noch nicht oder nicht mehr? Das geht doch bei jeder XY-Software, ja. Aber für XY-Software zahlst du für die gleiche Funktionalität, keine Ahnung, ein paar hundert Euro pro Monat oder sowas. Das ist immer dann, ja. Oder hast eben das Datenschutzproblem dann mindestens, ja, ne? Gegebenenfalls, dass das, genau, dann, ja, dass auf der anderen Seite teuer werden kann. Mhm. Ja. Ja. Das finde ich übrigens auch ein ganz schönes Beispiel für spezifische Herausforderungen für den deutschsprachigen Raum. Hat man in den letzten Wochen gerade gesehen, wo dieses DSGVO-Thema nochmal durch die Germany, durch den Slack-Channel Germany vorangetrieben wurde, mündete dann in einer öffentlichen, ich glaube auch englischsprachigen Diskussion, und mündete auch in der Idee, auf dem als kleinen Sprint in der deutschen Community einfach mal zu sagen, okay, lasst uns doch mal jetzt, wir Deutschen, wir treiben das Thema voran. Wenn einer Datenschutz kann, dann doch wir. Ne? Ist im Übrigen, das ist vielleicht mal ein bisschen Blick hinter die Kulissen, auch gerade eine Hängepartie, dieses Thema Sprint, das war vorgesehen auf den Drupal Dev Days in Wien im Juli, tatsächlich ein Meetup zu machen vor Ort der deutschsprachigen Community. Das ist jetzt leider nicht zustande gekommen. Die Idee war, dass in diesem Meetup auch durchaus ein paar Stunden mal intensiv an diesem DSGVO-Thema gearbeitet werden soll. Zumindest, dass man genau festnagelt, was hätten wir denn gerne noch toller, weil so schlecht ist der Mautic gar nicht. Und dann halt auch ein paar Ideen entwickelt, okay, wie kriegen wir das auf die Straße? Hier sind drei Agenturen, jeder kann vielleicht ein Feature schon mal beisteuern. Ein viertes macht das Product-Team und das fünfte muss irgendwie gesponsert werden, was weiß ich. Ne? Das wäre ein schönes Szenario gewesen, und aktueller Stand der Diskussion, ich habe in den letzten zwei Stunden nicht mehr ins Slack geguckt, war aber, dass wir dann einen neuen Termin und einen neuen Ort finden, vermutlich irgendwo in Norddeutschland, wo wir uns dann einmal zusammenfinden als Live-Meetup mit Workshoppen, mit vielleicht auch zusammen abends Networken bei einem leckeren Essen. So. Was ich spannend finde, ist auch die Frage nach dem Übersetzungsthema von Dirk. Ne? Der hatte das im Chat noch geschrieben, dass das auch eine deutsche Herausforderung ist, weil zweisprachig auch schon schwierig mit mautic.de/en. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du sozusagen die Zweisprachigkeit der Oberfläche meinst oder zweisprachig Mautic nutzen im Sinne von Mails. Ich bleibe mal beim Beispiel Mails verschicken. Mails halt einmal englischsprachig, einmal deutschsprachig rauszuschicken. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, Dirk. Ah, Formulare Preference Center. Ja, okay, verstehe ich. Eher den Teil. Das stimmt, da müsste man auch noch mal ran und könnte noch ein bisschen polieren.
Also das Thema, also es gibt ja für manche Elemente gibt es ja Übersetzungen, E-Mail zum Beispiel gibt es Übersetzung, ist eine Übersetzung von. Bei Formularen haben wir das mal intensiv diskutiert und sind zum Schluss gekommen, dass das in aller Regel nicht so sinnvoll ist. Es sei denn, man hat irgendeine Situation, wo tatsächlich auf einer Webseite quasi ein Single Tree ist und dann 20 Sprachen, also ganz viele gepflegt werden, die automatisch, also dann das Mautic-Formular soll automatisch die Sprache der Mutter übernehmen. Ansonsten würde man halt sagen, naja, auf jeder Sprache wird dann halt das entsprechende Formular eingebunden. Also sprich, die Diskussion gab es schon mal, aber sicherlich Preference Center und auch diverse andere Stellen gibt es, wo Mehrsprachigkeit noch nicht so richtig optimal ist. Vielleicht auch nochmal, um Erwartungshaltung irgendwie ein bisschen runterzudampfen. Also wir brauchen natürlich auch genau eure Erfahrungen und auch eure Ideen, wo bei euren Projekten was klemmt, damit wir überhaupt auf die ganzen Herausforderungen kommen. Weil auch wir, so wie wir uns zusammengefunden haben, nicht alle Funktionalitäten in jedem Projekt, in jeder beliebigen Kreuzart irgendwie machen. Das heißt, je mehr wir sind und jetzt auch gerne spezifisch Deutsch oder Deutschland, desto mehr Fokus haben wir dann auch auf Themen. Und ihr müsst auch nicht entwickeln können, um dabei zu sein. Ihr müsst vielleicht gut Anforderungen formulieren und idealerweise irgendwie auch zeigen, wo was wie klemmt und wie man es nachstellen kann. Ja, total. Also wenn man mal so schaut, wenn wir in unserer Montagsrunde zusammensitzen, sind die wenigsten Leute wirklich Entwickler. Das meiste ist erstmal der Erfahrungsaustausch im Verwenden von Mautic. Und das ist, also ich glaube, da nimmt jeder immer was mit. Ah, das gibt's auch. Cool, ne? Oder auch mal ein ganzes Projekt angucken oder ein Spezialthema beleuchten. Also das hat mit Entwickeln herzlich wenig zu tun. Ne? Es ist immer schon ganz hilfreich, wenn irgendwo in der Runde oder im Hintergrund auch Entwickler dabei sind, die vielleicht auch ein Problem lösen. Wir sind in einer Open-Source-Welt, wir können Probleme selbst lösen und sind nicht am Tropf des Herstellers. Manchmal tauschen sich sogar Entwickler untereinander aus, das soll sogar auch vorkommen. Aber im Prinzip sind wir eine Anwender-Community, wenn ich so mal genau hingucke. Und wenn wir sagen, wir wollen zum einen gegenseitig was lernen und zum anderen aber auch Mautic weiterbringen. Ne? Da kann ich auch als Anwender Mautic ganz mächtig weiterbringen, ne? Indem ich zum Beispiel dafür sorge, dass Features besser sind, indem ich zum Beispiel Features teste oder indem ich zum Beispiel an dieser ganzen Schiene Sichtbarkeit von Mautic und gutes Erklären und so weiter, also spricht ein bisschen zum Marketing, aber auch Usability und so an der im Thema, in dem ich mich umtue. Oder Dokumentation, Tutorials, ne, Matthias? Was ich aber Vielleicht auch, habt ihr. Entschuldige, du bist. ja, was ich als Trick noch sagen wollte, ne, wer Mautic lernen will, ich persönlich habe ganz, ganz viel über die Software gelernt, dadurch, dass ich geholfen habe, Features zu testen. Also ich habe ganz, ganz viele Features, die ich bis dato noch nicht benutzt habe, weil das Tool doch deutlich mehr kann, als man am Anfang so dachte, als naiver Sven, der in so eine Community fällt. Und durchs Testen der vieler Features für Mautic 5 habe ich festgestellt, hey cool, das geht ja auch. Und hey cool, das gibt's ja auch. Also ganz ehrlich, das ist ein Geben und Nehmen in dem Moment. Ne? Man hilft der Community durchs Testen, man lernt aber selber saumäßig viel. So als kleiner Tipp, wer was lernen will, das ist auch ganz ein spannender Weg. Ich denke auch selbst, wie du es sagst, selbst wenn man von Technik keine Ahnung hat, aber wenn man Mautic nur ein bisschen kennt und dann mal von jemand anderem erzählt davon und sagt, du, das ist eine Alternative zu Software ABC, würde ich mal sagen, selbst, also da kann mir dann keiner erzählen, wenn er Mautic ein bisschen kennt und jemand anderen ein bisschen vorschwärmen, dass es vielleicht eine mögliche Alternative wäre. Das hilft ja der Community an sich ja auch schon, weil der andere oder die andere Firma könnte ja auch irgendwelche Leute oder Ansätze, Kapital oder was auch immer haben, was dann später der Community wieder hilft. Und also so wie, ob man es technisch ist, marketingmäßig oder ob man Mautic Plus gut findet und jemand anderen weiter davon erzählt. Oder es kann ja auch sein, man sagt, wir selber oder ich, wenn jemand sagt, als Privatperson, es interessiert ihn, aber er hat jetzt gar keine Verwendung selber für Mautic, dann kann er trotzdem noch jemand anderen weiter erzählen, der dann vielleicht in der Mautic-Community irgendwann mal auftaucht. Oder so gesehen ist das ja eine Beitragsmöglichkeit, die jeder hat, ohne irgendeine Voraussetzung. Der Stefan hat vorhin so schön gesagt, wir haben ganz, ganz selten nur mal Leute dabei, die zum Mautic Monday kommen, ihre Frage sich erklären lassen und dann wieder weg sind. Aus früheren User Group Zeiten
kann ich mich gut erinnern, dass es eigentlich extrem typisch ist und auch nicht so ganz verwerflich, dass man halt immer nur aufpassen muss, dass die Leute, die regelmäßig da sind, nicht immer nur kostenlose Supporter sind und immer wieder Hände schütteln und dann wieder weg. Ich glaube, das hat sich sehr, sehr schön eingeschwungen, dass also es so regelmäßige Teilnehmer gibt, die durchaus viel Wert für sich immer mitnehmen und gegenseitig geben. Und dass aber auch Leute immer wieder neu dazukommen, durchaus auch mit konkreten Fragen. Das ist eigentlich ein schöner Start, wenn man auch Fragen mitbringt. Und dann ist es natürlich für uns alle ideal, wenn die Leute dann auch gerne wiederkommen und irgendwann auch in einer Phase ankommen, wo sie selbst anderen weiterhelfen können. Also es gibt halt immer wieder Einsteiger in Mautic, die orientieren sich erstmal, die trauen sich erstmal gar nicht. Und denen sei mal gesagt, ganz selten werden da Leute gebissen. Also bisher wurde noch keiner gebissen. Also kommt ruhig und erzählt ruhig, was euch im Herzen liegt. Und dann gibt es halt ja, Leute, die schon länger dabei sind und sichtbar sind. Und dann gibt es natürlich auch in Deutschland ganz viele Leute, die schon lange Mautic verwenden, sei es als Anwender in einer Firma oder als Service Provider, also als Dienstleister, als Freelancer oder in der Mautic-Agentur oder so. Und die verstecken sich auch. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil es ist immer Win-Win. Also in so einer Community dabei zu sein, es ist nicht so, dass man da seine Betriebsgeheimnisse verrät und hinterher viel schlechter gestellt ist, sondern es ist immer so etwas Positives. Ne? Man nimmt was für sich mit, es gibt genug Nachfrage, wir stehen uns nicht auf den Füßen als Mautic-Dienstleister und man lernt einfach unendlich viel durch Vernetzung. Ja, und ich glaube auch, die Community könnte sehr davon profitieren, wenn man noch mehr Cases kennt, wo ist es mal eingesetzt, keine Ahnung, hier benutzt es ein Sportverein, hier benutzt es irgendeine Stadt, weil öffentliche, ne, keine Ahnung, hier benutzt es eine Behörde. Einfach nur, wenn man diese Cases hat, hat man wiederum Reichweite für andere, die in der ähnlichen Situation sind und gerade nach einer Möglichkeit suchen, vielleicht nicht Mailchimp und Co. zu benutzen. Und damit profitieren alle, die es tun, was vielleicht auch, ne, so, das ist, glaube ich, kein typisch deutsches Problem, sondern das ist ein generelles Mautic-Problem, eine datenschutzkonforme, gute Möglichkeit, das einfach oder simpel zu hosten, wäre natürlich auch noch schön, ne, weil das ist ja immer so das Problem, wie installiert sich ein Sportverein ein Mautic? Ich will jetzt mit keinem Sportverein irgendwie die technischen Skills absprechen, aber so aus Erfahrungen hat die halt nicht jeder. Ne? Insofern da Wege und sei es nur Anleitungen zu bauen, wie mache ich das mit Hoster X oder wie mache ich das generell? Das wäre halt auch nochmal was, wo Leute helfen könnten, die das vielleicht schon mal gemacht haben, aber bisher still sind. Das könnt ihr vielleicht nochmal, ich habe letztens Mautic von so einem Befehl-Skript gebaut, wo man sich Mautic auf so einem VPS-Server in einer Minute automatisch installieren lassen kann. Das könnte ich gerne nochmal updaten. Vielleicht wäre das noch was, was mir da zum Beispiel dazu noch fehlen würde. Was jeder das machen kann, ist ein einfacher Weg, wie ich dann einen E-Mail-Versand andocke. Also mir fällt jetzt da was einfach und ist jetzt nicht einfach, aber was man günstig einsetzen kann, Amazon SES ein, aber wenn ich mir denke, wie viele Menüpunkte man da klicken muss in deren Oberfläche, also das wäre was, würde ich mir vielleicht von der Community, vielleicht hat da irgendjemand eine Idee, wenn jemand etwas kennt, wie man sagen kann, hier holt ihr bei dem oder macht das und das für den E-Mail-Versand, dann würde ich sagen, dann würde ich mein Skript gerne aktualisieren, zur Verfügung stellen und eine Anleitung, das Video machen, dass das auch ein ich sage es jetzt voll leid, dass der Sportverein, dass der das in 10 Minuten hinbekommt, das würde ich machen, aber es ist wirklich so, mir fehlt da was, wo ich sage, was kann ich da gut empfehlen für den E-Mail-Versand, was man dann andocken kann letztendlich. Persönliche, also wenn du was Cooles, Kleines haben willst, ne, es gibt in Deutschland einen total schönen kleinen Nerd-Hoster namens Uberspace mit E-Mail-Versand und die Jungs und Mädels sind unglaublich gut, also ich kann die immer nur empfehlen und Mautic auf einem Uberspace zu betreiben und über deren Mail-Infrastruktur rauszugehen, funktioniert super. Also zumindest nicht, wenn du jetzt nicht Zehntausende von Mails alle Stunde schicken willst. Also für kleinere Behörden, Städte, Sportvereine, Schulen, irgendwas, ist das, glaube ich,
Und die sind halt brutal datenschutzkonform, also weil das deren Hobby ist, in Anführungszeichen. Mhm. Also nur so, ne? Lass uns da mal bilateral was da eine schöne Lösung zusammenzimmern, was dann recht einfach ist. Dann. Ja. Adrian schreibt gerade im Chat, es gibt natürlich auch SaaS-Anbieter und je nachdem, wie nerdig der Sportverein so unterwegs ist, ist das vielleicht sowieso die bessere Variante. Ja. Die kostet ja auch nicht. Kommen im Mautic Monday. Ich meine, das ist doch jetzt gerade ein super schönes Beispiel gewesen, was auch so passieren kann. Jemand bringt was mit, braucht ein bisschen Unterstützung, wir lösen es und es gibt danach einen Check. Großartig. Ja, genau. Also anders ist das nicht montags. SaaS gibt es auch ganz liebes Unternehmen in der Schweiz. Mehrere liebe und irgendwer ist hier auch Sponsor, ne? Auch das, genau. Ich wollte auf ein Ding nochmal anspringen, was Sven gesagt hat, nämlich mit den Case Studies. Ich glaube, dass das hilft auf noch eine Weise, und zwar so für Credibility. Also es steht nirgendwo auf der Webseite, dass, keine Ahnung, die Deutsche Bahn oder die Bundesagentur für Arbeit oder so, dass die Mautic verwenden. Wenn das da stehen würde, dann würde es der nächsten Behörde oder so oder dem nächsten Großunternehmen vielleicht auch eine ganz andere Grundlage geben, auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ja? Also das ist schon auch definitiv ein Thema für uns als Dach-Community, zu sagen, ja, zum Mautic Marketing im Dach gehört halt auch ordentliche Namen, idealerweise Case Studies. Ganz toll, dass die Deutsche Bahn das jetzt hier bei der Mautic-Konferenz sogar macht. Aber sei es halt nur den Namen verwenden und da hinschreiben dürfen. Gibt halt viel mehr. Ja. Vorher, wo der Vortrag vom Sebastian Selch von eurem Kunden, habe ich ihm genau gesagt, ich finde genau das gut, weil es ist auch wirklich bei jeder Software wird ja auch gefragt, wer nutzt denn das schon? Also nach dem Motto, kann ich der Software vertrauen? Weil wenn das irgendwelche bekannten Namen machen, dann wird das schon nicht so schlecht sein. Und das finde ich vom Sven einen super Ansatz. Vielleicht wäre das auch wirklich ein To-Do, so eine Mischung aus, wenn man schöne Namen hat, vielleicht kriegt man dann ein 5-Minuten-Video, wo jemand, der sagt, ja, ihr dürft das, man darf das kommunizieren, dass wir das verwenden. Aber auch kleinere Kunden können wir gerne auch ein paar Sachen beisteuern, wo man sagt, schau mal, hier siehst du eine kleine Mautic-Anwendung in der Praxis. So kannst du es einsetzen und das komplett losgelöst von der Technik. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Vielleicht wäre das ein gemeinsames Projekt, wo jeder überlegen kann. Vielleicht hat er einen Kunden, zwei Kunden oder Projekte, wo man wirklich sagen kann, wir machen dann, man macht ein 3-4-5-Minuten-Video draus und es kommt dann irgendwo auf eine Seite, wo man sagt, schau mal, das kannst du mit Mautic zum Beispiel machen. Das würde ich sehr toll finden, weil das ist, dann ist es auch nicht so technisch und man kann sich den praktischen Nutzen auch viel besser vorstellen, weil ein Techniker, der denkt anders wie jemand im Marketing und der sagt, das kann ich damit erreichen, cool, wo ist der Nutzen? Ja, das hilft ja im Unternehmen, das, was du sagst, an Glaubwürdigkeit und was Ecki auch an Glaubwürdigkeit sagt, wenn sich halt eine Deutsche Bahn hinstellt, auf idealerweise wie jetzt hier auf der Konferenz und sagt, hey, wir nutzen das, dann ist das natürlich für alle anderen Entscheider im Unternehmen, wenn irgendjemand aus dem Marketing zu seinem Chef geht und sagt, hey, ich habe hier übrigens noch eine coole deutsche Alternative für X und XY setzt das schon ein, dann ist das halt was anderes als, und dann, na, wie du sagst, Ecki auf der Webseite oder Matthias auch, wie du sagst, gerne als Video, aber auch gerne als Text. Ich denke dann auch immer aus der SEO-Ecke kommend, gerne als Text auch. Ja, kann man kombinieren. Ich schlage mal den Bogen zu unserem Panel. Also, weil wir es noch nicht geschafft haben, das auf die offiziellen Mautic-Webseiten zu kriegen, gibt es natürlich diese ganzen Insights immer jeden Monat. Du bist der wahre Marketeer, ja, sehr gut. Ja. Aber ja, genau, diese Diskussion, diese ganzen Ideen, was könnte man, was sollte man noch alles tun? Ne? Das flammt halt immer wieder so ein bisschen auf und dann ist es halt wahnsinnig schwer, das in die Realität umzusetzen. Und auch dafür so ein echter kleiner Sprint, also mal einen ganzen Tag an irgendeinem Thema arbeiten, wäre schon mächtig gut, weil das doch ansonsten immer so ist, man nimmt sich tolle Dinge vor und einen Monat später überlegt mal, was hatten wir uns nochmal vorgenommen und es hat sich nichts bewegt. Also wer schon immer mal an einem Pitch-Deck mitarbeiten wollte, das Pitch-Deck ist auch noch offen. Da passt das, glaube ich, ziemlich gut rein, das Thema. Total, ja. Ich fand das Thema, Ecki, was du gesagt hast, auch mit einer deutschsprachigen Website. Also ich bin auf dem aktuellen Stand, ich habe da Roots auch ein bisschen mit der Mauticon
Webseite mit WordPress und sonst was geholfen. Und ich weiß nicht, wie der Stand ist, ob die richtige Mautic-Seite auch irgendwann was in die Richtung wird. Also es ging jetzt dahin, wenn wir irgendwelche deutschen Inhalte oder irgendwas erstellen, wo können wir die dann reinstellen? Da bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, wenn du da was weißt oder wenn du sagst, es ist immer noch problematisch oder wie auch immer. Das wäre ja auch ein Ansatz oder nicht, wenn du einen Weg hast, dass man sagen kann, ja. Also, da kann man das Zeug dann. Ich habe ja immer auch die globale Mautic-Brille auf und deswegen ist die deutschsprachige Community natürlich ein wunderbares, nicht will ich sagen Testfeld, aber ein Beispiel, ein Exemplar für genau das, was andere auch brauchen. Ne? In Brasilien haben wir letztes Jahr in Sao Paulo selbes Thema rauf und runter diskutiert für halt Portugiesisch. Mhm. So, und es ist absolut vorgesehen, dass wir anderssprachige Landingpages haben, also die vielleicht um die in zwei Sätzen die Idee zu skizzieren, wir wollen nicht die gesamte Mautic.org übersetzen in 20 Sprachen, sondern wir wollen für andere Sprachen wollen wir kleine Landingpages haben. Die Idee ist, die Rede ist manchmal vom Einseiter, dann kommt man immer doch auf die Idee, auf den Punkt, ja, Unterseiten brauchst du schon. Aber dass man sagt, ich habe eine Mautic.de, die gibt halt einen Einstieg, die gibt die wichtigsten lokalen Informationen und es gibt die wichtigen Links zu den globalen Seiten. Ne? Dass man sagt, okay, und wenn es hier um, was weiß ich, die Mauticon geht, dann geht es hier lang und wenn es die Dokumentation sucht, dann geht es hier lang. Und manchmal gibt es dann vielleicht auch Lokalisierungen der globalen Infos, also ein deutschsprachiges Handbuch oder sowas. So, das ist total vorgesehen und die wie kriegt man das auf die Straße am besten, indem man es macht? Das heißt also, wenn wir als deutschsprachige Community das vorantreiben und sagen, ja, wir haben hier zum einen ein Konzept, was sind denn die Inhalte und vielleicht auch ein Layout oder sowas, dann ist auch schon längst geklärt, ja, das wollen wir auf, keine Ahnung, nicht auf, eigentlich nicht auf Subdomain, sondern auf dem Unterpfad der großen Mautic.org. /de dann oder sowas haben und dann wollen wir es idealerweise so, dass es halt duplizierbar ist, dass man für andere genau das gleiche Strickmuster dann auch gelten kann. Aber wir sind in der glücklichen Lage, wir können es vorgeben, wir müssen es nur machen. So, also das vielleicht noch als Ergänzung, warte mal zu unserer Frage vorhin zwischen 1 und 10. Also was mich ja damals tatsächlich ziemlich gefreut hat, ist, dass es eine Community ist, die schon über 1 und 2 hinweg ist. Dass es ein Produkt ist, was definitiv weit über einer 5 ist, auch noch lange keine 10. Aber dass diese Community im Entstehen ist und wir alle, so wie wir sind und dazustoßen, das noch formen können. Weil wenn du dir die großen Content-Management-Communities anguckst, also so eine WordPress zu bewegen oder so eine Drupal oder selbst eine Typo 3, wobei die sich ja auch immer wieder neu erfinden, das hat schon einen ganz anderen Reifegrad, was das angeht. Und das Spannende hier ist tatsächlich, es ist überall was zu tun. Also das ist wirklich großartig. Man kann sich ja austoben und zwei Leben investieren, wenn man sie hätte. Ja, kann ich total unterschreiben. Ich glaube, dir geht es ein bisschen wie mir. Du bist ja auch schon ein alter Hase in der Open-Source-Welt. Ich selber habe halt so die Anfangstage eines großen CMS-Projektes miterlebt. Und damals wirklich Sturm- und Drangphase, es gab ganz viel zu gestalten. Wenn man dasselbe Projekt jetzt halt anschaut, dann ist das einfach sehr erwachsen. Da so, aber also, das bewegt sich nicht mehr so viel. Du kannst auch nicht mehr viel bewegen. Und jetzt durch Mautic ist so ein bisschen so ein Déjà-vu, dass man sagt, ah, cool, hier kann man echt nochmal ein bisschen Fußabdruck in der Geschichte hinterlassen. Und Dinge vielleicht sogar besser machen, als sie woanders gemacht wurden. Und selbst wenn man gar keine Erfahrung mitbringt und Lust hat, was zu gestalten, auf geht's, the sky is the limit. Ne? Wenn du so weitermachst, kriegst du dafür auch bestimmt bald einen Wikipedia-Eintrag. Den wollte ich immer haben in der brasilianischen Wikipedia. Ja, das sind doch wunderbare Abschlussworte. Wir laufen nämlich gerade langsam aus der Zeit raus. Erste Gäste verabschieden sich schon. Ich danke euch für diese tolle Unterhaltung. Es war, glaube ich, sowohl für neue Mautic-User was dabei, als auch für die schon öfter bei den Mautic Mondays dabei waren oder generell Mautic schon besser kennen.
Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr genau hier wieder. Und dann frage ich euch wieder, wo ihr denn Mautic seht. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht die 5 schon schaffen. Hier ist jetzt erstmal die Network-Pause angesagt. Und danach sehen wir uns im deutschen Track nochmal wieder mit dem Dirk. Und auf Track 1 geht es in Englisch weiter und in Track 3 auf Portugiesisch, falls jemand seine Fremdsprachenkenntnisse trainieren möchte. Würde ich mich jetzt verabschieden, außer ihr wollt noch letzte Worte loswerden, dann ist das eure Chance. Ich würde gerne noch was pitchen. Und zwar habe ich ja eben schon von diesen Drupal Dev Days in Wien gesprochen, die stattfinden vom 19. bis 22. Juli, ja ziemlich genau in einem Monat. Und wir haben zwar da kein Dach-Meetup, aber wir haben trotzdem ein Mautic-Event dort. Und wer also im Windschatten der Dev Days, wer also in der Region ist oder Lust hat, mal nach Wien zu fahren, der ist halt herzlich eingeladen. Programm ist wie folgt: Am Mittwoch, dem 19., gibt es einfach ein Training vom Joey on-premise. Eine richtig gute Erfahrung. Am Donnerstag gibt es mehr oder weniger Mautic-Präsentationen gegenüber den Drupal Devs. Das ist also eine englischsprachige Veranstaltung. Und wer Lust hat, Mautic den anderen Damen und Herren da einmal näher zu bringen oder vielleicht auch einen Talk zu machen oder sowas, das ist der Tag für euch. Am Freitag und am Samstag ist ein Community-Sprint, und zwar nicht ein Dach-Community, sondern ein globaler. Wer also Lust hat, da mal reinzuschnuppern und einen kurzen Weg nach Wien hat oder zumindest kürzer, als wenn es in Budapest oder in Sao Paulo wäre, der ist sehr, sehr willkommen. Da muss man sich nicht anmelden oder irgendwas, oder man muss nichts können. Man darf da jederzeit hinkommen. Wie gesagt, Freitag und Samstag, da gibt es dann halt die unterschiedlichen Gruppen im Marketing, in Education, im Produkt natürlich. Das ist immer der größte Teil, und das vierte habe ich jetzt gerade vergessen, ach, Community. Und da einfach mal mitmachen, Leute kennenlernen, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, wenn ihr auf einmal diese Leute, die ihr nur von online kennt oder von irgendwelchen Mautic-Konferenz-Talks und denkt, das sind Götter in Mautic-Blau. Nein, das sind ganz normale Menschen, die sind total lieb, und das ist einfach ein ganz anderes Arbeiten in den restlichen 12 Monaten, nachdem man die alle mal kennengelernt hat. So, Ende des Pitches. Vielen Dank für die Runde, und ich gebe mal weiter. Vielleicht möchte noch jemand was sagen. Danke, Madeleine. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Das freut mich. Genau. Alles klar. Danke, Madeleine, für deine Organisation auch hier. Gerne. Danke, Madeleine. Gern geschehen. Danke euch, und wir sehen uns hoffentlich gleich nochmal wieder. Macht's gut. So, dann tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao.